João Maria Guzmão und Pedro Paiva arbeiten ja schon seit vielen Jahren zusammen, seit sie zusammen studiert haben in Lissabon. Sie haben begonnen mit Film, 16 mm Film, also rein analog arbeiten sie. Diese Filme entstehen vor allem auf Reisen, wo sie sich für fremde Kulturen, für Codes, für Riten interessieren, aber auch für das ganz Alltägliche. Zahlreiche Arbeiten in der Ausstellung sind in Japan entstanden. Filmische Arbeiten zum Beispiel. Ein Film zeigt schlafende Menschen, die auf dem Weg zur Arbeit im Shinkansen-Zug, diesem Hochgeschwindigkeitszug, sich fortbewegen und eigentlich so wie in ihren Träumen durch die Landschaft schweben. In dieser Ausstellung, das ist sicher sehr spannend, gibt es einen zweiten Teil neben diesen Filmen eben auch mit den Skulpturen, die zum Teil auch sich auf die Filme beziehen, die Alltägliches, die Mystisches thematisieren. Und so haben wir in dieser Ausstellung einen großen Überblick über dieses Schaffen. I found that this kind of crux between something that looks seductive and at the same time a bit violent or makes you uneasy could be well developed through these massage videos and extreme up-close shots of probing and searching into the skin and disturbing the body to a certain degree. The works of John Harvey Kellogg, who was a physician. I just was quite interested in his texts, and I wanted to make pieces that linked to this kind of obsession with hygiene and with cleanliness, and cleanliness, not only physical cleanliness, but also spiritual cleanliness, because the two in his writings are always associated.